Seid gegrüßt zu unserem mittlerweile sechsten Video für Übungen für zu Hause. Heute ist das Format wieder ein bisschen anders. Und zwar hat sich Martin bereit erklärt, dieses Video zu übernehmen, um euch seine 300-Schläge-Challenge zu zeigen. Bevor ihr damit startet, würde ich euch empfehlen, wärmt euch auf, zieht euch eure Trainingsklamotten an. Und dann bedanke ich mich schon mal bei Martin dafür, dass er es heute übernimmt. Und ich sage euch dann das nächste Mal. Viel Spaß! Moin! Ich möchte euch heute einen Drill zeigen, um eure Körpermechanik zu verbessern, denn wir wissen ja, beim Schlagen bzw. beim Kämpfen kommt es eben darauf an, dass die Schläge zumindest von außen so aussehen, als würden sie eine ganze Menge Power haben. Und na gut, was wir hier lernen, so könnten wir den Schlägen tatsächlich auch eine ganze Menge Power geben, aber eben auch viel Kontrolle. Und dazu ist es wichtig, den Körper mit in den Schlag reinzunehmen. Und dieser Drill, der insgesamt aus 300 Schlägen besteht, soll das bei euch verinnerlichen. Also, und erstmal nur zur kleinen Grundmechanik. Wenn der Schlag halt von rechts kommt, dann sollte generell die rechte Hüfte nach vorne gehen. Also wenn wir aufladen, dann geht die Hüfte rechts nach hinten. Und wenn wir schlagen, geht meine rechte Hüfte nach vorne. Dann, meine linke Hüfte ist schon aufgeladen, kann ich direkt beispielsweise von links schlagen. Ja, und automatisch meine Füße unterstützen die Bewegung. Ja, ich trage jetzt Socken, um den Boden hier nicht zu zerstören. Würde ich euch auch empfehlen zu Hause. Aber natürlich geht das auch in Schuhen so. Ne? Ihr könnt die Füße drehen, um eure Hüfte zu erlauben, weiter einzudrehen. Sowohl könnt ihr das mit dem hinteren Fuß machen, als auch natürlich mit dem vorderen oder auch mit beiden Füßen. So, ihr könnt alles Mögliche dazu nehmen. Braucht kein Langschwert. Könnt einen stinknormalen Einhänder nehmen. Ihr könnt irgendwas anderes Schaumstoffmäßiges nehmen, wenn euch die Einrichtung wichtig ist. Aber auch hier irgendwie so ein Stab vom Wischer, Staubsauger, irgendwas, was ihr in der Hand habt, was so ungefähr die Länge hat wie ein Schwert und so ein bisschen Gewicht mitbringen. So, ich mache das mit dem Langschwert und der Drill geht wie folgt. Wir machen immer 20 wechselnde Heuer und dann wechselt das Muster. Und wir fangen zuerst an mit rechten und linken Oberheuen, davon 20 Stück. Dann kommt ein rechter Oberhau und ein linker Unterhau, auch wieder 20 Stück. Dann ein rechter Oberhau und ein rechter Unterhau. Ja, dadurch haben wir jetzt alle Kombinationen zusammen, die aus dem rechten Oberhau kommen. Dann fehlen uns noch zwei für den linken Oberhau, nämlich der linke Oberhau und der rechte Unterhau. Und zum Schluss kommt noch der linke Oberhau und der linke Unterhau. So, wie gesagt, immer 20 Stück. Davon, das sind im Prinzip 5 Muster, das sind also 100 Schläge. Und was sich dabei verändert, ist nur so ein bisschen die Fußarbeit. Und zwar für die ersten 100 lassen wir den rechten Fuß vorne und drehen einfach nur quasi auf unseren Füßen, um die Hüfte mitzunehmen. Für die nächsten 100 ist der linke Fuß vorne. Und für die letzten 100, schreiten wir tatsächlich abwechselnd, um sozusagen immer den Körper mitzunehmen. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Schnappt euch ein Schwert und dann legen wir jetzt zusammen los. Also wir fangen an mit dem rechten Fuß vorne. Der erste Schlag kommt von rechts, also wollen wir auch hier die Hüfte aufladen. Und wir beginnen mit rechter und linker Oberhau. Auf geht's und los. 1, 2, 3, 4. Okay, das sollten 20 sein. Jetzt rechter Oberhau, linker Unterhau. 1, 2, 3. Und
und wir gehen in den rechten Unterhau über. Also rechts oben, rechts unten, rechts oben, rechts unten. Und ihr merkt, hier ist es wichtig, zwischendurch direkt die Hüfte kurz aufzuladen. So, dann linker Oberhau. Links, rechts. Und zum Schluss links, links. Gut, das sind die ersten 100. Linkes Bein nach vorne. Und das gleiche nochmal. Fangen wieder an. Rechter Oberhau, linker Oberhau. Und rechter Oberhau, linker Unterhau. Und rechts, rechts. Und links, rechts. Und links, links. Okay, kurz mal die Schultern lockern und dann kommen unsere letzten 100. Und jetzt nehmen wir die Füße mit. Das heißt, wenn der Hauch von rechts kommt, ist am Ende unser rechter Fuß vorne. Wenn der Hauch von links kommt, ist unser linker Fuß vorne. Macht das so, wie ihr Platz habt. Ihr könnt einfach auf der Stelle hin und her gehen. Und ihr könnt natürlich auch vor und zurück gehen, je nachdem, wie ihr Platz habt. Okay, bereit? Wir fangen an und los. 1, 2. Und rechts, rechts. Eins. Achtzehn, neunzehn. Und links, rechts. Ja, durchhalten. Und links, links. Eins. Cool. So, ich hoffe, euch ist ordentlich warm geworden. Macht eine kurze Pause, 2, 3 Minuten. Und dann macht ihr das einfach noch 2 Runden und dann werdet ihr merken, dass ihr eure Schultern wahrscheinlich gut brennen. Wenn ihr euren anderen Arm trainieren wollt und dafür ist so ein Solo-Training eigentlich immer hervorragend geeignet, wechselt die Hände.
Ja, mach den gleichen Drill mal mit der linken Hand oder mit einem Einhänder. Ja, hier habt ihr die wichtigsten Übergänge zwischen Ober- und Unterhaus schon mit drin und könnt eine ganze Menge Gefühl schon für eure Waffe entwickeln. Okay? Gut, ich bedanke mich. Viel Spaß beim Trainieren und bis bald.